Mein Name ist Sarah Brigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ich habe mich so gefreut, wirklich so gefreut, als ich gesehen habe, dass Peter Fox einen neuen Song draußen hat. Und nein, ich konnte nicht warten, bis wir ihn uns gemeinsam anhören. Ich musste schon reinhören, aber ich finde, da gibt es ganz viel dazu zu sagen. Und darum möchte ich ihn ganz gerne mit euch anhören. Zukunft Pink heißt er. Intro, aber ganz ehrlich, man möchte sich schon bewegen, man möchte hier schon tanzen. Die Stimme von Ines, ich kannte die Sängerin vorher nicht. Ich finde, Ines hat eine wahnsinnig tolle, metallene Qualität in ihrer Stimme und das passt so gut zu diesem Groove, zu diesem Beat. Gefällt mir schon total gut. Rolle vor im Transitpod, die Sonne scheint auf die Blocks, auf meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will. Alle Almans können die Moves, oder sie programmieren die Boots. Die AI weiß doch, was sie tut, das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz-weiß, reggae, Liebe für alle und für mich selbst. Was total cool ist bei Peter, eigentlich heißt er ja Pierre, Peter Fox, ist so diese Diskrepanz zwischen irgendwie ein bisschen faul sein, ein bisschen lazy sein mit der Aussprache, ist alles auch ein bisschen, also quasi ein kleines bisschen laid back, aber trotzdem so, wie er spielt mit den Synkopen, das ist das, was es so groovy macht. Vielleicht komme ich später nochmal darauf zurück, aber das ist was er wirklich in Perfektion macht, finde ich super, super, super. Power to the people, yeah, Frauen holen die Welt, seh die Zukunft pink, Zukunft pink, alles gut, mein Kind. Einmal kurz für alle diese Statements, yeah. Es ist ja manchmal, es ist ja so ich möchte eigentlich möchte ich nicht ständig stoppen, auf der anderen Seite muss ich ja irgendwo das sagen, was ich gerne sagen möchte. Geht rüber zu seinem Kanal, hört euch den Song in voller Länge an, guckt euch auch das Video an, weil das Video an sich ist einfach wirklich toll gemacht mit ganz vielen tollen Bildern. Also ich meine, so wie man es auch kennt von Peter Fox nach seinem Songwriting, auch so die Texte, die er schreibt, mit den Metaphern, die er arbeitet, zeichnen einfach schon wunderschöne Bilder. Und das ist im Video auch nochmal total toll umgesetzt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in einer Zeit, wo manchmal Leute das auch einfach so als Marketing-Thema nehmen, all diese Dinge zu sagen wie Frauen regieren die Welt oder Power to the People, ein Slogan der Black Panther-Bewegung. Da kann es manchmal sein, dass das irgendwie total unnatürlich wirkt oder einfach aufgesetzt. Bei Peter glaube ich jedes Wort. Ja, alles gut, mein Kind. Alle mal schwarz, ich sehe die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du affen. Oh ja, ich sehe die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Binge Pink Mirror und dazu ein Drink. Super, super, toll, dass die Sängerin, die er sich ausgesucht hat für diesen Song, perfekt. Die Ines, finde ich, passt da perfekt in, mit der Qualität ihrer Stimme, wie ich es vorher schon angedeutet habe, aber auch der Art, wie sie singt, weil, wenn man sich das überlegt, rein tonal passiert fast nichts. Passiert eigentlich praktisch nichts, oder? Tonal, das ist ein sehr enger Tonumfang. Aber was natürlich cool ist, ist so, wie es geschrieben ist. Ich habe es vorher schon angedeutet, diese Synkopen, also Synkopen sind so quasi unerwartete Betonungen in der Musik. Und was macht das mit uns? Das macht, dass wir uns bewegen möchten, das macht, dass wir tanzen möchten. Für die es mehr interessiert, ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Doku gesehen, die hieß Kraft der Klänge, Musik als Medizin. Ich hoffe, das stimmt, kann man nachgucken noch in der Mediathek.
Und dort gab es einen Neurowissenschaftler, der Beats so programmiert hat, dass Leute mit Parkinson, also einer Krankheit, mit der man oft dann zittern muss, plötzlich wieder normal gehen konnten, weil unser Gehirn so angeregt wird durch diese Synkopen. Also, sorry, kleiner wissenschaftlicher Ausflug, aber die Erklärung, wieso das einfach so toll ist und wieso man da so mitgehen möchte. Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. Scheiß kalt und Arsch weit weg. Hab Brandenburg entdeckt. Bianchi Bikes, Future Flex. Alles wird super geil, Basta. Frische Musik, frisches Wasser. Alle sind cool mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich motherfucker. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht bissige Bauhaus. Ja. Oh, ich liebe auch den Beat. Vielleicht an dieser Stelle sollte man erwähnen, oder? Das sind natürlich südafrikanische, westafrikanische Einflüsse, die da reinspielen. Amapiano ist das Stichwort. Und das ist was ich mir, was ganz oft dann manchmal so ein bisschen, ja, nicht geklaut wird, aber wo man seine Inspiration hernimmt. Und finde es auch immer schön, wenn man erwähnt, woher denn diese Einflüsse kommen. Und das ist Musik, die total toll ist. Da geht so, also quasi so eine Unterrichtung von House eigentlich. Genau. Die bauen, lassen die Sau raus. Gibt billige Buden in Downtown. Ich mal Smileys auf den Weg, denn ich mag, was ich seh. Der Himmel ist immer noch blau, meine süßen Future is now. Alle mal schwarz, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Wisst ihr was? Nee, ich sag gar nichts groß dazu. Guck dich mal das Video an. Ich finde, es hat einfach die Ästhetik vom Video. Es ist gar nicht so viel passiert jetzt gerade. Aber die Ästhetik vom Video ist einfach, es ist toll. Und das ist das, was bei Peter Fox irgendwie sich so durchzieht. Das ist einfach ein ganz, ganz schönes Konzept. Das Album Stadtaffe, das ja 2008 rausgekommen ist, ein halbes Leben her, also ich meine, da war ich Teenager, das hat mich total beeindruckt. Also ehrlich gesagt, wen nicht, weil einfach es war so schön durchdacht, es waren tolle Songs, aber auch es hatte was total Modernes. Aber mit diesen ganzen Streicherelementen hat es auch was total Zeitloses. Also ich werde nachher, nach dem Video, gleich auch nochmal Stadtaffe hören, weil es einfach wirklich ein tolles Album ist und ich es schon eine Weile nicht mehr gehört habe. Und das hat wirklich was, das hätte auch eigentlich jetzt rauskommen können. Das hat was total Zeitloses. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du affen. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du affen. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Wünsch Pink Mirror und dazu ein Drink. Eis und Pink Grapefruit und Gin. Weil dir die Zukunft sind, seh ich die Zukunft pink. Schöne Bilder auch hier im Video. Ein Avatar zu haben, sein quasi digitales Ich zu killen, um mehr im Analogen, im Hier und Jetzt zu sein. Schönes Bild. Das sollten wir vielleicht alle ein bisschen mehr machen. Schwarz, ich seh die Zukunft pink. Und wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Ey, denn ich seh die Zukunft pink. Super, super Bridge. Nochmal mit der Quintessenz im Song. Was für eine schöne Botschaft überhaupt. In dieser Zeit, in der wir echt gefühlt nur noch von Krise zu Krise gehen. Was für eine schöne Botschaft. Zukunft pink, das Morgen ist besser als das Heute. Kann ich total unterschreiben. So möchte ich auch gerne immer denken und mein Leben leben und das rausgeben in die Welt. Sehr schön. Wunderbar. Gibt's gar nicht mehr zu sagen. Auch schön dieser kleine Gospelchor-Einwurf hier. Erinnert mich total an, welchen Song war das? Childish Gambino, This is America. Hat auch so einen Chor, der ganz ähnlich klingt.
finde ich immer ein schönes Element. Ich bin, also sowieso, ich bin auch Chorleiterin. Ich bin immer für Chor. Bring it on. Immer ganz viele Stimmen rein. Super. Übrigens, was ich total schön finde, das habe ich gerade hier gestoppt, ich sehe so wirklich das Bild mit all den Menschen, die hier gerade so strahlen. Also wirklich, ich wollte da nochmal sagen, es geht mir auch so, ich hoffe, es geht euch auch so, wenn ihr den Song hört. Krass, wie schnell man gute Laune bekommen kann über Musik, wie schnell das switchen kann. Also wirklich ein Song, um, wenn es einmal nicht so gut geht, so, den anzumachen und dann wirklich all diese good vibes aufzunehmen. Sehr schön, sehr schön. Also ganz, ganz, ganz viel Liebe von mir für diesen Song, für sowieso alles, was Peter Fox macht oder was ich von ihm gehört habe. Ich finde, ein wahnsinnig kreativer Künstler. Ich finde auch toll, dass er sich nach all diesen Jahren, warte mal, ja, 14 Jahren, nach 14 Jahren gleich nochmal kommt mit so einem Werk, was total, was super trendy ist eigentlich auch mit diesen Einflüssen eben hier aus der afrikanischen Ecke. Und ja, es ist einfach wirklich, es ist alles gut gemacht. Ich finde Ines toll, ich finde die Sängerin toll, ich finde den Text toll, ich finde das Video toll. Gibt's nicht viel zu sagen. Vor allem die Botschaft. Gibt's nicht viel zu sagen. Ich hoffe sehr, dass da ein Album kommt und wir da nochmal ein bisschen was Neues zu hören haben. Dann hoffentlich nicht mehr für die nächsten 14 Jahre, sondern da könnte der gute Pierre ein bisschen regelmäßiger kommen mit neuen Songs, neuen Videos, neuen Alben. Schön. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und du gerne mehr solcher Videos sehen möchtest, lass mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.